Sind wir live? Sind wir mal wieder live? Ja, ich denke mal schon. Stecken wir mal kurz hier meinen Joystick ein. Gut, gute Verbindung, das ist gut. So, gut. Gut, dann fliegen wir heute von Mailand nach Brenza. Fliegen wir heute mit dem Airbus 120 Neo von der Swiss. 45 Minuten. Hier runter nach Zürich. Wir haben eine ILS-Landepiste drin. Das heißt, ich würde sagen, wir drücken auf Fly und planen uns das Game mal. Neo von der Swiss, das ist eine Schweizer Airline, auch sehr, sehr schön. So, jetzt sind wir auch gleich in Mailand, Marbenza. So, wir laden das Game dann mal. Da ist Mailand, Malpensa. Sehr schön, wir fliegen gleich über die Alpen. Das wird auch schön werden. Da, Swiss. Die Schweiz. Wir drücken auf Ready to Fly. Die Route drin haben. Mach mal kurz an, dann sonst muss ich noch mal neu laden. Battery switches. On. External power. On if available. Engine generators. On slash fault displayed. Engine bleed air switches. On. APU master switch. On. APU start. On. APU start. So, APU ist am Starten. Sehr, sehr schön. Hier nehmen wir uns auch nochmal eine EasyJet. Das ist kein überarbeiteter Flughafen, ne? Das sieht auch schon gut aus. Sehr, sehr schön. Hier ist Swiss. Kurz gucken, ob das alles funktioniert hier mit meinem Joystick. Passt soweit also alles. Jetzt kommen die Fuel Pumps. Beacon ist auch on. So, wir haben aber keine Route drin. Ah, ich muss nochmal neu laden. Das ist manchmal so, dass da bei mir ist das neuesten so, dass da keine Route drin ist. Wir starten nochmal und probieren es nochmal. Battery switches. On. External power. So, nochmal das gleiche alles. Engine generators.
on/fault displayed. Engine bleed air switches on. APU master switch on. APU start on. APU start. Hab irgendwas am Starten. Wo wir dann einfach auch unsere Route drin ist. Weil das ist manchmal so, das kommt nach einer Zeit, kommt das dann auch. Wait for avail lift. APU bleed. On. External power. Off. Fuel pumps. On. Beacon. On. Immer noch nicht. Anflugschneise in Zürich ist komischerweise. Ach Gott, wir gehen nochmal kurz ins Menü. Das ist dann doch ein bisschen komisch. Hatte ich gestern schon mal. Bin ich gestern schon mal zweimal nochmal geflogen und das hatte ich gestern genau das gleiche, hatte ich schon mal gestern. Das ist komisch. So, hier unten ist mein Pensa. So, ILS 820. Den ganz obersten Departure genommen, jo. Landen, Startbahn, da haben wir einmal die... ...14L. So, dann laden wir das Ganze nochmal neu. Weil sonst ist da immer eingetragen, automatisch eigentlich. So, OBS. Läuft gut, okay. Ready to fly. So. Probieren wir das Ganze nochmal. Zürich ist zu. Battery switches. On. External power. External energy generation. On if available. Engine generators. On/fault displayed. Engine bleed air switches. On. APU master switch. On. APU start. On. APU start. Die Route ist nicht drin. Ich guck mal kurz hier, aber... Hier steht aber... Eigentlich steht das... Ich versuche mal zu starten. Wir versuchen es jetzt einfach mal so. Vielleicht,
Weil komischerweise ist hier irgendwo mal wieder keine Route drin. Das ist komisch. Sehr, sehr komisch sogar. Und deswegen. Ja, holen wir uns mal. Ah ne, wartet mal. Wir nehmen vielleicht mal einen anderen Abflug. Wartet. Genau, mal ins Hauptmenü. Oder wir fliegen halt eine andere Route mal. Wir können ja andersrum auch fliegen, das ist ja auch kein Problem. Departure, Arrival. Oh. Vielleicht war der Abflug auch eben nicht im System. Das kann natürlich auch sein. Ja, mal, was haben wir denn hier? ILS. Haben wir hier voll ILS Localizer. Mal die hier. Das ist mir dann doch wohl zu knapp. Was sind das denn alles für Anflüge? ILS. Das wäre okay. 31 Minuten. Gut. Und wir sind mal in Zürich. Ja, tut mir leid, dass das jetzt schon die ganze Zeit. Was versuchen, aber der will gerade irgendwie nicht. Wir wollen nämlich eigentlich die ganze Route drin haben. Ich könnte natürlich auch noch den Titel jetzt ändern von. Wir fliegen auf jeden Fall über die Alpen, das wird auch sehr, sehr spannend. Wenn es dann funktioniert, sonst fliegen wir auch mit Heading, das ist ja auch nicht das Problem. Jawohl, jetzt ist drin, aber schon hier und in Mailand. Ah, jetzt passt, jetzt können wir fliegen. Okay. Gut, das war wieder mal ein kleiner Bug. In jedem Spiel gibt's Bugs. Ist halt so, dann ändere ich noch kurz hier den Titel von. Dann mache ich hier nach. Mailand, Malpensa. Und dann mache ich das nach Zürich weg. Und schreibt dann von Zürich. Speichern wir das mal ab. Gut, dann hat sich das jetzt geändert. Warte kurz, das Neo schreibe ich wieder. Das N schreibe ich noch kurz groß bei dem Neo. Speichern. So, gut. Das heißt Evolution. Battery switches. On. External power. External Power, dann düt. Engine generators. On slash fall displayed. Engine bleed air switches. On. APU master switch. On. APU start. On. APU start. So, APU fährt hoch. Wir stehen hier an der Außenposition. An der Position stand ich gestern, dass ich schon Leuten. Auch schön die Alpen zu sehen. Im Chat auch noch ein schönes Flugzeug. Landet eins. Wir haben natürlich eine ILS Landepiste drin, das passt ja auch alles mal. Wait for a veil lift. APU bleed. On. External power. Off. Fuel pumps. On. Beacon. Beacon noch an, dann haben wir die Signalleuchten alle an.
So, dann holen wir uns den Funk rein. Da, jetzt ist hier auch unser. Wir holen uns erstmal die ISR-Clearance rein. Tausend Fuß, okay. Squad-Frequency, das passt alles. Darf die noch nichts mit hier OHN? Also noch nichts mit Altschulen, ne? So, jetzt müssen wir den Ground kontaktieren. Dumm, das war die 1.8, genau das war die Frequenz hier. Dann Ground Service für uns alle. It's on the road. It's on the road. Power Supply. Ja, Power Unit. Brauchen wir eigentlich nicht, aber machen wir jetzt einfach mal. Und heute läuft es auch viel flüssiger als gestern, weil gestern hat es hier immer geruckelt. So, Baggage Service. Send the Baggage. Da geht die Klappe auf. Auch schöne Bemalung hier mit der Swiss. Also, das gefällt mir echt. Wenn wir auch gleich eine Kamera sehen, sehen wir auch die ganze Zeit dieses Schweizer Kreuz. Ich weiß gar nicht, ob es eine Staatsairline ist. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Da geht die Tür auf. Dann Jetpack Connection. Hier, wo ist denn jetzt mein Fuel Truck? Irgendwo ist der jetzt. So, jetzt können wir hier mal kurz an den tollen. Da kommt die. Da dieses Piepsen gibt es echt nicht. Da kommt die Jetbay ran. Nach hinter uns steigen jetzt schon die. Oh, da ist sogar Licht an. Dann müssen wir mal kurz hier einmal in den Computer und zwar. Irgendwo hier ist es. Problem. Da. Wir haben einen Rewind Speed von 130. Dann haben wir einen Retwo Speed von 140 und einen Rotate Speed von 142. Das ist dann eingeloggt. Gut. Da ist gerade. Ach, da hinten ist die Waypoint gelandet. Ein Spieler. Stimmt, da ist gerade ein anderer Spieler gelandet. Ach nee, das sind nur diese Dummy-Flugzeuge. Das sollen A33, glaube ich, tatsächlich darstellen. Ich glaube auch, dass der dann bald rauskommt. So, dann machen wir uns einmal, weil es ja doch heute etwas bisschen dunkler ist hier unten noch, machen wir uns einmal die Center Lights an. So, dann. Das war's soweit alles. Dann warten wir jetzt. Da exit der die Runway. Gut. Da kommt er schon. So, wir sind angedockt. Der Baggage Service ist fertig. Hier unten ist auch das erste Mal ein Fuel Truck. Der ist ja auch jetzt hier unten schön an den Flügel angeschlossen. Das ist gut so. Fuel, wir holen uns mal 70%. Wir holen uns mal 70% View rein. Brauchen wir zwar nicht. Ah, nee. Wir haben einfach 40% View. Das reicht dicke. Also, ich glaube, das sollte auch noch mal ein paar. Ja, wir fliegen ja nur 33 Minuten. Also, das sollte jetzt kein Problem sein, eigentlich. Dann auch schön mal fährt der Fuel Truck weg. Alter, schöner alter Fuel Truck. So, der Package Service ist fertig. Dann noch mal, Powers, machen wir jetzt mal Jetway Disconnect. So, da geht die Jetway weg. Da fährt sie weg.
Dann Power Supply noch end. Dann gucken wir jetzt nach Pushback, wenn der da unten weg ist. Ja, der ist weg. Okay, das heißt. Wo ist Waypoint? Dein ist Waypoint und dein ist Spirit. Da seht ihr schon mal ein bisschen Spoiler auf die nächsten Folgen. So, jetzt. Wir requesten Pushback. Parking Brake wird gelöst an der Stelle. Dann, wir müssen uns jetzt gleich pushen lassen. Jetzt hier in LSCH, ne, hier oben. Okay. Oh, oh, oh. Wir starten mal dieser coolen Landebahn hier. Das heißt, wir müssen uns nach links pushbacken lassen. Wir starten hier von, ne, da. Doch. Links, und dann müssen wir hier runter die Querbahn runter. Das passt soweit auch alles. Da hinten fährt auch unser Fuel Truck weg. Auch sehr, sehr schön. Also wir müssen nach rechts oder nach links? Nach links, ne? Ja, nachher nach links. Zurich Ground, Swiss 8230, requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. Ach ja, dann geht's auf den Weg nach Mailand, Malpensa. Und guckt euch hier an, hier ist wieder dieses Dummy-Flugzeug, was gerade gelandet ist. Und wir fliegen ja gleich nach Mailand, Malpensa. Oh, was landet denn da hinten Schönes? Cool, eine Boeing 747 anderer Spieler. Oh, oh. Landet der im allen Ernstes ohne Fahrwerk? Der landet da gerade ohne Fahrwerk. Der wird jetzt... Ups. Der landet tatsächlich ohne Fahrwerk. Der ist ohne Fahrwerk gelandet. Hallo, Sie sind ohne Fahrwerk gelandet. Ich hoffe, Sie haben das gesehen. Oder haben das hoffentlich auch... Nee, ist mit Fahrwerk gelandet. Okay. Gut, gut. Das sah nur so aus, weil manchmal verschwinden die Sachen. So, das heißt, wir holen uns die Checklist ran. Mit Starting Engine. Thrust levers. Idle. Engine Mode Selector. Ah, ich hätte hier noch ein bisschen Leistung aufgeschaltet. Engines, die fahren hoch. Musste die 747 durchstarten? Nee, die ist tatsächlich. Okay. Hier landet, ist startet ja, hier ist vor Corona ja auch im A380 manchmal von Emirates gestartet. War auch sehr, sehr cool. Ich war einmal dabei, als einer gestartet ist. Sie saß nicht im Flugzeug, ich habe nur gesehen. Ja, die Uhr. Weil da nimmt man die Greenwich Mean Time und da wir jetzt, wir haben glaube ich jetzt keine ein, weil jetzt Sommerzeit ist, steht jetzt die Uhr zwei Stunden zurück jetzt hier in Deutschland und hier in Europa. Und ja, sonst im Winter steht die nur eine Stunde zurück. So, meine Triebwerke starten. Oh, ich habe den Parking Brake gar nicht reingemacht, das ist gar nicht. Jetzt nochmal. So. Damit bin ich losrollen. So, die Engines sind am Starten. Jetzt gleich dann bestätigt. Jetzt. Dann After Starting. Normal. Mann. Hallo. So, das heißt, wir können zum Taxi fragen, ob wir losrollen dürfen. Go back to Clemens. Zurich Ground, Swiss 8230, with Quebec ready to taxi IFR. Ruckelt jetzt hier komischerweise. Oh, der ist irgendwo die Boeing 747. Ich weiß, ah, jetzt fängt sie auch wieder an zu ruckeln, komisch. Wahrscheinlich, wenn die Boeing 747 jetzt hier ist. Taxi to and hold
Okay, wir dürfen Taxi, das heißt, wir lösen die Parking Brake. Ah, der hat schon mein Computer hat schon Probleme, wenn, also mein PC, oder mein Laptop ist es tatsächlich, ich habe da noch ein Bildschirm dran. Mein Gaming Laptop, der hat tatsächlich schon Probleme, wenn, während des Streams, aber da werden die auch Daten live übertragen, also, ja, deswegen seht ihr das ja auch live. Deswegen muss ich das ja auch nach dem Stream auch nicht mehr hochladen, weil das dann schon automatisch im Netz alles ist. Weil man streamt halt live über YouTube. So, jetzt ruckelt es auch nicht mehr. Das war halt nur, weil wahrscheinlich wegen dem, ach, warte mal kurz, ich hab was ganz vergessen. Ich bin echt blöd. Ich hab gar ganz vergessen, wie die Landing schon. No slide to taxi. Also die Lights vorne auf an. Gut. Muss ich jetzt hier gerade aus. Ich fahre hier noch. Ne, wir fahren schon mal. Ne, müssen in die andere Richtung hier lang müssen, wa? Weil wir da runter müssen. Ah, ne, andere Richtung. Ja, ich bin jetzt auch zum dritten Mal erst, also. Ich frage mich vor allen Dingen, wie das Piloten machen, wenn die nicht so eine IFR-Map da haben, wie wir sie jetzt hier haben. So, da hinten landet auch direkt das nächste Flugzeug. Ist ein bisschen Betrieb, wie als wäre nicht Corona, ne? Aber es ist schon cool, wenn man hier dann sehr viel Betrieb ist. Das mag ich, mag halt sehr viel Betrieb an Flughäfen, wenn dann hier früh ein Flugzeug nach dem anderen landet. Das ist dann halt schon cool. So, wir stellen auf Tower um. So, wir müssen die Bahn einmal überqueren. Da muss man nichts fragen. Wir rollen die restliche Bahn hinab. Genau das Stück muss man noch rollen. Länge der Bahn ist auch gut, also da können wir locker landen. Stimmt, eigentlich vom Rollen musste ich noch hier die Flaps ausmachen auf 10. So, die Flaps gehen an der Stelle auf einmal auf 10. Das müssen wir nämlich vor dem Rollen machen, die Flaps rauf tun. Also auf 1 gehen die Flaps. Wir rollen über die Startbahn und da vorne ist dann unser Textmeter. Wir haben jetzt tatsächlich 3 Startbahnen. Das werden wir vielleicht. Ah, nee, ich glaube, wir sehen es gleich nicht mehr. Nee, sollten wir eigentlich nicht sehen. Ich denke, wir müssen das andere Flugzeug. Ah, nee, das landet da hinten auf der Querbahn. Okay, gut. Aber auf der schrägen da hinten. Das passt aber auch so weit. Ich war tatsächlich auch mal vor Corona, da war hier richtig viel Betrieb auch mal. Das war total cool eigentlich. Wartet mal, das Speed müssen wir noch kurz aufdrehen. Oh. Hey, den brauchen wir heute nicht, wenn der Autopilot heute vorher sollte heute funktionieren. Wir drehen ihn mal auf 200 auf. Und mit diesem Rädchen müssen wir nämlich trotzdem noch drehen. Halten wir nochmal an. Hier fürs Taxi. So, und gleich bei der Landung habe ich auch immer was falsch gemacht. Ich drehe einfach mal kurz auf 200 auf. So, das passt auch soweit. Gut, das heißt, wir können weiterrollen. Oder macht das andere Flugzeug da hinten, landet das nicht hier? Doch, das landet tatsächlich vor unserer Nase. Das landet jetzt hier dann gleich. So, das heißt, wir müssen das Flugzeug noch vor uns landen lassen. Ah, landet sie doch auf der Querbahn. Das sieht so. Das sieht dieses Flugzeug.
Jupp, das landet auf der Querbahn. Das hat überhaupt keinen Platz. Das hat überhaupt keinen Wenderadius mehr, wenn es ein kleines Flugzeug, ne? Das hätte vielleicht noch. Nee, das landet auf der Querbahn. Das ist ein A320, der landet auf der Querbahn, genau. Passt also auch so weit, der wird nicht vor uns landen. So, wir halten an. Das heißt Take-off Clearance. Zurich Tower Swiss 8230 ready to go runway 10 IFR to Mountain Sun. Swiss 8230 cleared for takeoff runway 10. Traffic is generic on final. Cleared for takeoff runway 10 Swiss 8230. Okay, wir dürfen starten. Der neue Generic. Ah, ich glaube, das mit dem Rufnamen Generic, ich glaube, das ist tatsächlich Air Portugal. Ich weiß es nicht. Ja, der Laden ist hier tatsächlich nicht mehr. Ah, das war auch wieder ein Dummy-Flugzeug, was da gerade gelandet ist. So, das heißt, wir rollen auf die Runway. Und dann würde ich direkt sagen, wenn wir drauf sind, würde ich sagen. Guck's nochmal da. Und ich würde sagen, take off. Taxi Speed Limit. Wir haben eine Starterlaubnis. Wir sind nicht mal um Taxi. Und jetzt, Rerun ist gleich erreicht. Rerun, Redo und Rotate. Autopilot geht an der Stelle einmal rein. Oh, das Fahrwerk geht auch rein. So, das Fahrwerk fällt an der Stelle auch einmal rein. Okay, jetzt müssen wir Zero Departure kontaktieren. Jetzt wird vom Tower weg. Nochmal schön der Züricher Flughafen zu sehen, Zürich Departure kontaktieren. Zurich Departure Swiss 8230 is climbing through 2800 feet for 13,000 feet. Swiss 8230 Zurich Departure continue as planned. Altimeter, da müssen wir mal kurz hier einmal. Das war nur eine 77. Das ist der Luftdruck, nämlich. So, das heißt, wir müssen den Luftdruck wahrscheinlich auch hier unten dann eintragen. Er sagt uns jetzt, oh stimmt, der Flight Director muss noch an. So, der ist jetzt auch an. 2500, ja, das ist wegen dem Berg übrigens. Wir überqueren noch einmal den Flughafen, hier die angesprochene Querbahn. Hier ist von der hier jetzt gestartet, hier kommt so meine Querbahn. Und hier ist eben die Boeing 747 gelandet. Da hinten ist noch ein anderes schönes. Ach stimmt. Ganz vergessen habe ich noch etwas. Und zwar. Flaps gehen an der Stelle. Oh. Rein und die Speed Brakes gehen auch rein. Dann müssen wir noch hier schön. Alter, mit Nose Light schon wieder die andere. Wir brauchen Anti-Ice, dann gehen wir auf Strobe Lights
on. Die Runway Lights gehen an der Stelle auch direkt einmal aus. Dann Nose Lights gehen auf off. Aber ein Licht habe ich noch nicht. Und dann noch Nav Lights. So, jetzt sollte der auch blinken davor. Gucken wir mal kurz uns das hin. Ah, da ist der Zürichsee. Fix the camera, da müssen wir auch hier auf 13, glaube ich, war es. Lichter sollten an sein. Ich gehe mal kurz ins Cockpit. Jetzt sind sie an, die Blinklichter. So, jetzt fliegen wir hier einmal schön in den Nebel. Dauert nochmal der Züricher Flughafen. Ja, weil wenn man von hier in die Richtung startet, ist hier halt fast so ein Berg, da muss man echt aufpassen. Ich sehe gerade. Wisst ihr, warum da unten ein Flugzeug abgebildet ist? Tatsächlich, weil, da anscheinend noch einer gestartet ist. Als diese Satellitenaufnahmen gemacht wurden. So, Zurich Center müssen da kontaktieren. 26.225 Swiss 8230. Contact Zurich Center. Zurich Center Swiss 8230 is climbing through 1,000 feet for 13,000 feet. Okay, also immer das passt so weit auch noch, wie auch schön. Ah, wir werden ja vereist. Okay, wir müssen jetzt wieder Zurich Departure kontaktieren, weil wir anscheinend wieder an so einer Grenze sind. 125.955 Swiss 8230. Dann Zurich Departure. Zurich Departure Swiss 8230 is climbing through 10,500 feet for 13,000 feet. Swiss 8230 Zurich Departure continue to VH556 as planned. Altimeter 29.77. Schon cool, wenn man hier durch den Nebel fliegt, aber ich muss gleich muss halt hier an. Deswegen aber. Das ist natürlich ja nicht so toll hier. Flügel ist vereist. Ups. Oh, hier startet gerade noch ein anderes Flugzeug in Zürich. Wir sind auch auf unserer Route soweit. Okay, gut. So, jetzt müssen wir Zürich Center wieder kontaktieren. Hier wackelt auch schön der Flügel. Center Swiss 8230 is at 11,400 feet, climbing 13,000 feet. Ich verschweige, das wird bestimmt gleich cool, wenn wir über die Alpen fliegen. Das wird auch was Geiles gleich, aber Cooles gleich. So, da seht ihr auch, der Flügel wackelt schön. Ich weiß, man sieht da jetzt nichts. Ah ja, der Simulator ist schon. Fällt mir nicht so. Jetzt haben wir ja auch kleinere Turbulenzen drin. Fuß. Ich denke, die wollen uns jetzt so hoch haben, weil das ist halt auch schon eine Herausforderung tatsächlich. Ich denke wegen den Alpen, weil der Flughafen liegt in so einem Talkessel, der Züricher Flughafen. Da muss er halt durch die Alpen. Da muss man halt bei den Alpen halt sein. Oh, jetzt fliegen wir unten über so einen See. Da war es der Zürichsee. Wir sind sogar schon fast hier über den Alpen. Das ist natürlich auch so. Ah, jetzt sehen wir heute die Alpen leider nicht. Ich denke, wird nochmal ein Flug geben, wo wir dann die Alpen sehen werden.
So, wir steigen weiter auf die 17.000 Fuß. Was wir da ja nicht sehen. Die Wolken sind so dick. Wollen wir uns mal den ATC reinholen? Nein, geht nicht. Okay, geht nicht. Oh, schade. Very, very schade. Das denn nochmal das Airport Flight Plan? Finde ich jetzt nicht. Wenigstens haben wir nicht in dieser Kiste, das ist ja auch schon mal was. Oh, jetzt kriegen wir hier eine Kurve. Na, was macht er denn jetzt? Ups, wo bin ich denn da? Das passt schon weit alles. Fliegt schon die richtige Kurve. Uiuiui, jetzt steigt er aber. Jetzt steigt er. Ich frage nochmal nach den 80.000, 18.000 Fuß an. 80.000. Zurich Center, Swiss 8230. Request flight level 180. Mann, Leute! Hallo! Das rüttelt hier uns gerade durch. Climb and maintain 17.000 feet. Expect flight level 180, Swiss 8230. Ich möchte nämlich gehen über die Wolken, aber dann sind wir heute echt nicht. So. Climb and maintain flight level 180, Swiss 8230. Nützt aber nichts, auch wenn wir höher steigen, das sieht man echt nichts. Uiuiui, das Kleidwetter sieht ja ganz gut aus. Dann machen wir das Terra-Display wenigstens mal an, damit wir sehen, falls es Berge gibt. So, 18.000, ich sage mal noch 20.000 an. Zurich Center, Swiss 8230. Request flight level 200. Climb and maintain flight level 200 Swiss 8230. So, dann heißt es, dass wir danach vielleicht noch aus den Wolken rauskommen und dann will ich auch noch ein paar Wolken. Das ist ein Sauwetter hier. Hat vielleicht jetzt zwar keinen Sinn gemacht, dass wir so hochgegangen sind, aber. Ah, wir kommen vielleicht doch aus den Wolken raus. Vielleicht haben wir ja Glück. Und die Nase ist vereist. Uiuiuiui. Wir haben eine Rüttelei hier. Wird gleich mal Pensa besser, ich sag's euch. Boah. Hat aber auch nichts gebracht, dass wir auf die 20.000 Fuß gestiegen sind. Also. Komisch. Ah, nicht komisch, daneben. Oh. Fliegen wir gleich bei den Berg. Vielleicht sehen wir den ja sogar unter uns. Da sind die Höhen. Ah, wir fliegen gerade durch so ein Tal. Da sind die Höhenlinien nämlich noch mit eingeblendet. Uiuiuiui, jetzt rüttelt's aber anders. Das hat leider wohl oder überall auch nichts gebracht. Seht ihr auch, wie unser Flugzeug hier, wackelt. Uiuiuiui. Aber wir sind jetzt schon ungefähr grob über die Alpen drüber. Jetzt schon hier aus Zürich raus. Also sind wir immer noch in Zürich. Radial. Was hat dieser Punkt
Vielleicht kommt das einfach, wenn wir in die Approach-Phase gehen. Oh ja, jetzt! Oh, wow, wow, das ist schön! Hier ist so ein Berg, hier ist so ein Luftloch oder so. Cool! Hier sind wir jetzt aus dieser Wolkenfront rausgeflogen. Hier ist ein Luftloch, ja. Und jetzt geht's wieder gleich in die Wolken hinein. Das ist aber mal schön. Wow, das ist schön. Jetzt geht's wieder in die schönen Wolken hinein. Jetzt sieht man sogar Kondensstreifen ein bisschen. Wow, und genau hier war das Luftloch, wo wir... Ach ja, dieser Simulator, das ist einfach... Es ist einfach, ich sag's zwar schon sehr oft, aber... Es ist einfach cool. Vor allen Dingen, wenn es an einem so rutscht, wie hier uns. Guck mal hier, wie tief ich gehen kann. Ich könnte mich so bis hier runterbeugen. Wir sind von... Oh, ja, da oben ist wieder so ein kleines Loch. Oh, ja, 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 jetzt sind wir. Ah, ne, komm mal in die Wolke rein. Uiuiui, meine armen Passagiere. Jetzt sind wir hier raus, zumindest aus der Wolke. Das sieht schon cool aus, also... Jetzt war das letzte Luftloch, jetzt sind wir hier schon. Sag, macht der da das Flugzeug? Wieso ist das so schnell? Oh nein, ich bin auch doof. Wir hatten die ganze Zeit... So, ich war auch die ganze Zeit auf Fullspeed, ne? Ups. War die ganze Zeit auf Fullspeed. War vor allen Dingen die ganze Zeit auf Fullspeed. Ich bin nicht gut. Ah ja, stimmt. Ah ja, ich muss noch bestätigen. Ich war gerade von den Wolken so beeindruckt. So, wir sind descended. Boah. Deswegen, ich hatte die ganze Zeit Fullspeed. Ups. Jetzt muss er wieder beschleunigen. Ups, 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 ups. Ich geh mal so auf die 300 Knoten hoch. Hier rüttelt uns gerade aber. Uiuiuiuiui, ui, 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 jetzt wird's. Oh, ui, ui. Wow, guck mal, hier rüttelt uns jetzt die Wolkenfront und hier jetzt freie Sicht auf Mailand. Wir müssen gleich eh runter. Wow, es ist da unten eine Luft. Da unten kann ich runtergucken. Da unten sind die Alpen. Doch sind die Alpen. Ja, schon cool, ne? Schön da unten die Berge. Wir jetzt hier hinten durch dieses Gewirr da gekommen und jetzt hier unten die Berge. Ups, 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 ups. Nein, auch schon, das ist anscheinend hier sowas. Das kennt man, wenn man Nord-Süd fährt, dann ist hier auch von hier. Hier kann Sonne sein und dahinten kann Schnee sein, also das ist echt gut. Und dann hier auch das, dieser Talkette eben nach hinten. Ah, ich muss aber gleich sinken. Ich frag mal an, ob ich hier für 10.000 gehen darf. Zurich Center, Swiss 8230. Request 12.000 feet. Swiss 8230, descend and maintain 12.000 feet. Weil wir müssen jetzt ja langsam auch mal runtergehen, also. So, Mailand Center. So, jetzt sinken wir schon schön. Frequenz übernommen.
Wir müssen nämlich langsamer sinken. Jetzt mal gucken, ob wir jetzt hier schon grün angezeigt bekommen. Nee, noch nicht. Ich frage nochmal, ob wir auf 10.000 Fuß gehen dürfen. Auch schöne Hügel, cool. Ja, wir sind schon fast hier in Mailand, also das ist, wird eng. Wird eng. Ah ja, da unten See schön. Das ist ja mal schön. Stimmt, hier ist der Lago. Hier ist der Lago Maggiore und hier ist der Lugano. Ich auch mal wieder hin. Oh, aber kommen wir denn hier überhaupt mit den Bergen in Berührung? Das wäre natürlich nicht so toll. Wenigstens sinken wir schon mal. Oh, jetzt sind wir für unsere Höhe selbst zuständig. Weil wir Approach kontaktieren müssen. Da unten ist der Lugano See. Contact Control, nur wir von sind für unsere Höhe selbst zuständig. Wow, jetzt sehen wir die Berge mal richtig. Guckt euch das an. Denn. Wow, ist schon schön. Wow. So, wir sind nämlich in der Approach-Phase. Okay, OHN, da müssen wir mal 2983. Temperatur 3 Grad. Das weiß ich nicht, was man da eingeben muss. Sollte aber passen, soweit auch alles. Gut. Dann haben wir den OHN eingetragen. Ja, ich durfte auf die 10.000 Fuß runter. Fragen nochmal hier nach. Approach Swiss 8230. Request 12,000 feet. Swiss 8230 climb and maintain 12,000 feet. Climb and maintain 12,000 feet. Swiss 8230. Ich frage nach 10.000 Fuß an. Sag mal,
Was macht der da? Ja, ich hab's gehört, nur da, ich muss grad. Warum singt er jetzt für mich? Ich setze die Flap schon mal auf 1. Ah, ich glaube, das ist Standard so mäßig. So, da hängen auch noch schon die Alten zu sehen. Vielleicht kann man wieder in die Approach-Phase reingehen. Jetzt zeigt mir hier an, wie hoch ich sein soll. 9800. Okay. Nein, okay. Wir sind zu schnell. Oh, da vorne ist auch schon auf die 9200 runter. Jetzt sind wir auch nicht mehr in der Approach-Phase. So, ich gehe schon mal auf die 9200 runter. Dann gehen an der Stelle einmal in eine Flaps nochmal. Ich mache die Flaps nochmal rein. Das war zu früh mit den Flaps. So, wir sinken auf die 9200 Fuß runter. Nächster Wegpunkt steht noch nicht drin. Okay. Ah, Milan Center müssen wir noch kontaktieren. Milan Center Swiss 8230 is climbing through 9000 feet for 10,000 feet. Macht der da? Singt der hier so drastisch? So, jetzt sind wir auch wieder in der Approach-Phase. Müssen wir jetzt tatsächlich auch einmal ändern. Und zwar sind es jetzt die 2982. So. Der singt immer noch. Steigen. Sollte eigentlich jetzt auf 9200. So, Kurve. Jetzt steigt er wieder auf 9200.
So, wir können die erste Klappe setzen. Jetzt dann. So. Auf einmal ist wieder meiner im Center auf gewesen. So. Ja, Overspeed. So, mein im Center. Center Swiss 8230 is climbing through 8,300 feet for 10,000 feet. Swiss 8230 Milan Center, continue to regain as planned. Altimeter 29 decimal 81. Swiss 8230 contact. Oh, approach. 126 decimal 75 for Swiss 8230. Swiss 8230 is climbing through 8,900 feet for 10,000 feet. Okay, Altimeter, da müssen wir nochmal ändern. Hier nochmal clear, wir müssen da glaube ich einen Punkt zwischensetzen. 2, 9, Punkt, 8, 1, ne, 2, 9, 8, 1. Runter will er uns nicht haben. Ach, wahrscheinlich liegt Mailand so hoch, weil das ist dann doch sehr, sehr tief. Ich denke aber, Mailand liegt so hoch. Das kann natürlich sein. Da unten ist der Flughafen Kabul. Ja. Nee, ich bin in der Approach-Phase. Ich kenne ihn nicht. Campo di Volo Volo Club Milano. TM. In Anführungszeichen. Jo, wir sind in der Anflugschneise des Mailänder Flughafens. Wir haben, 5200, das heißt, ich stelle schon mal ein. So. Ja, ich sinke jetzt auf die Zeit. Ich hatte gerade vor. So, jetzt wird gesunken. Die Flaps tue ich jetzt einmal auf 2 direkt. Dann schub nochmal kurz hier in der Wolke rein. Inleer sollte es sein, ne? Ne, Rigo. Der ist da, okay. Aber dass uns 5000 Fuß gesagt haben, machen wir das direkt mal anders, aktualisieren wir das mal. 5000. Noch 3000 Fuß sinken. Jetzt kommt der spannende Teil dieses Streams. Das Landen. So. Flaps gehen auf 2. Dann mache ich dann hier noch so Flaps auf 3, hier auf Flaps auf, oder hier 3, hier full. Das hier brauchen wir noch nicht. Wir machen schon mal, können wir ja schon mal machen tatsächlich, wir machen schon mal Landing Lights an, dann One-Way Turn Lights, dann machen wir schon mal. Nose lights to take off, take off. Er zieht eine Kurve. Jetzt fliegt er seine Kurve. 4000 Fuß. Descend and maintain 4000.
1000 feet, keep speed below 190 knots. Expect ILS Zulu runway 35 right approach via Inler transition clear to Inler Swiss 8230. So, jetzt wird wieder gesunken. Er will nicht. Doch, jetzt will er. Jetzt sinkt er dann gleich. Jetzt sinkt er auf die 4000 Fuß. Steht auch hier unten, wir sollen auf die 4000 Fuß. Dann sollen wir gleich auf die 3000. Das können wir schon mal einstellen. Ich sag euch eins, das wird eng. Hallo, sinken! Ja, ich bin dran, mein Flugzeug will leer. Mein Flugzeug ist defekt. Kann knapp werden. Wird wahrscheinlich auch knapp. Hallo, sinken! So, 3000 Fuß. Können wir schon mal hier eingeben. Flaps gehen gleich auf 3. Okay, wir landen auf der linken, rechten Bahn. Okay, 3000 Fuß. Flaps gehen auf 3 gleich. Descend and maintain 3000 feet, keep speed below 180 knots, Swiss 8230. Flaps gehen auf 3. Das heißt, ich mache das Fahrwerk gleich raus. Er will aber immer noch nicht sinken. Er will nicht sinken. Okay, das heißt, die Flaps gehen auf Full. Bremsen nochmal was ab. Gut. Gut, das heißt, dann, wir sind auf der Route. So, okay, das heißt, ich mach den... Hab ich irgendwas vergessen? Ah, das Fahrwerk habe ich vergessen, stimmt. Das Gear geht down. Die ILS-Landepiste geht an. Das ILS-Landesystem. Flaps sind auf Full, das passt also alles soweit. Das ILS-Landesystem wird uns jetzt selbstständig runterbringen. Swiss 140 Knoten, das passt soweit alles. Ich mach gleich einen Autopilot raus. Oder dass ich das ILS-Landesystem mal wieder nicht runterbringen möchte, oder? Das könnte passen, das könnte gut klappen. Ja, das wird locker klappen. Wir sind genau auf dem Weg runter. Ja, jetzt kommt hier auch das... dieses... komische ILS-Dings da. Dieses Violette.
Sind die Ärzte und nutzen hier das ISS-Landesystem jetzt runter auf die 3000? So. Und ab geht die Post. Kurz nochmal das ATC reinholen. Wind, ich will noch das Perlen. Das heißt, wir haben uns den. Das 2500. Ja, das ist ein bisschen. Ja, okay. Jetzt nimmt unser ILS-Landesystem selbstständig runter. Lights alle on. Okay, checkt. Okay. Die Papi sieht man noch nicht. Okay, wir sinken aber langsam und stetig. Das ist ja wenigstens schon mal was. So, gleich müssen wir uns melden. Gleich werden wir. Genau, clear to land. Beep, 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 beep. So, gleich nehme ich mir. Ich nehme jetzt heute noch nur bei der Landung den Autopiloten raus. Weil das ILS-Landesystem wird uns gut runterbringen, das ist ganz, ganz klar. Es wird uns. Sieht er, dass ich mache gar nichts. Ich habe hier der Joystick, ich habe den Autopiloten an. Der nimmt uns jetzt runter und das heißt, gleich sind wir an der Reihe. Das heißt, ich schalte den Autopiloten 3, 2, 1 aus. Beziehungsweise jetzt. Autopilot ist aus. Ja, wir sind noch ein bisschen neben der Bahn. Ah, nee, wir sind genau drauf. Autopilot nochmal an und nochmal aus. Ne? So, jetzt volle Konzentration. Wir müssen landen jetzt. Und zwar sicher. Ich sag noch so 1000. Bringen wir die Kiste mal sicher runter. Papi sagt, oh, wir sind genau richtig. 1000. Ja, ein bisschen neben der Bahn sind wir noch. Dieses. Ah doch, wir sind eigentlich genau drauf. Eigentlich sind wir genau drauf. Das war schon so weit alles. 500, sagt er gleich. Gleich sagt er 500. Mag dieses Lied. 500. 400. 300. Ah, ist in der Bahn. Ein bisschen korrigieren. 100. 650. 40. 20. So. Runterdrücken die Nase. Runter damit. Oh. Der oh, nein. Das ist mir jetzt doch ein bisschen passiert. So, der Reverse. Der Umkehrflug ist drinnen. Und unten sind wir. 121 Decimal Niner für Swiss 82.
Das heißt, also das heißt, den Reverser mache ich wieder raus. Hier machen wir Ground das hier auch so. Dann Request Taxi to Gates. Ground Swiss 8230 Taxi to the Gate. Die Flaps gehen an der Stelle rein und oh, jetzt sitze ich wieder so hoch. Und an der Stelle geht der Localizer raus und ILS und der Flight Director, wenn er da mal möchte. So. Gut. Taxi Clearance. Taxi to gate 42 via taxiway cross runway 17 left echo Charlie Delta Mike cross runway 17 right Delta Bravo Whiskey Kilo Yankee Swiss 8230. Naja, das war eigentlich eine gute Landung, nur dass wir ein bisschen dann, also wir sind nicht gut, also wir sind ungefähr nicht auf der, also wir sind nicht so richtig gelandet. Also wir waren ein bisschen zu weit rechts. So, wir rollen hier einmal schön von der Bahn. Morgen wird es wieder einen Stream geben. Freue ich mich auch schon drauf. Wo steht wieder eins der Dummy-Flugzeuge rum? Zu irgendeinem Gate sollen wir jetzt rollen. Ich roll mal da hinten an. Ich freue mich auch schon, wenn ein neuer Airbus dann rauskommt hierfür. Wird dann auf jeden Fall hier auch gezeigt, der Airbus. Wenn es guter, wenn er gut ist. Bis jetzt gibt es ja nur hier im Spiel einen Airbus. A320 würde sonst noch andere. Es gibt halt noch Mods. Ja. Aber ich warte halt auf den richtigen Airbus. Das Terra-Display können wir auch ausmachen, das verwirrt das Flugzeug. Wo steht er da hinten? Von Airbus A23 und noch einer von Frontier. Wollen wir hier runter? Schöner Flug war es auf jeden Fall. Ich mache das hier oben nochmal aus. Brauchen wir jetzt nicht mehr diese Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit oder Höhenangaben ist es ja, das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Diese lilanen Zahlen jetzt bei den Wegpunkten. Wir können doch mal mit einem kleineren Flugzeug jetzt gleich mal so irgendwas besichtigen. Der Stream ist doch erst 1 Stunde 18 lang. War auch heute unser Flugtechnik, das ich ausgesucht habe. Ich wollte erstmal andersrum fliegen, also von Malpensa nach Zürich. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Das war nicht, da war hier nichts im Flugzeug, das war so ein kleiner Backflieger. Aber wir werden hier schon nochmal von Malpensa aus starten. Das ist also, das ist mir klar. So, wir müssen noch die andere Bahn darüber. Wir wollen jetzt hier runter. So, wir rollen hier runter. Ich weiß gar nicht, ob ich Swiss Airbus, also Airbus A320 hat, ich weiß. Ich denke aber schon. So. So, wir rollen hier runter. Wir sind falsch geworden. Noch einmal, bitte wenden Sie das Flugzeug. Wir rollen mal kurz ein bisschen über den Rasen.
Das nimmt deinen Arm an. Oder wir kriegen es. Wir müssen vielleicht auch nicht über den Rasen rollen. Das kann fast auf der Stelle sich drehen, das Flugzeug. Ah, ein bisschen Rach fahren wir dann doch wohl über den Rasen. Ah, ein bisschen fahren wir doch drüber. Nee, eigentlich nicht. Mögen Sie mir bitte. So, ich weiß, so rollt man nicht eigentlich nicht, aber wir rollen jetzt da runter. Hier runter rollen wir jetzt. Da ist nämlich schneller. Aber weil auf dem anderen Taxi wäre, würde ich wieder auf die Startbahn rollen, wieder starten. Aber jetzt auch nicht. Wir wollen hier den Taxi runter. So, das heißt, wir rollen hier einmal runter. Hat auch sehr Spaß gemacht, wieder auch mit euch heute zu fliegen. War wieder schön. So, was steht denn da vorne noch? Warte, ich muss mal kurz bremsen. Ich glaube, ich bin hier wieder irgendwie wieder hier in der Kamera gelandet. Ah, jetzt. Das ist ja von den A3. Komische Airline, kenne ich mich. Ist da hinten noch alles? Ah, da wollen wir jetzt ja eh gleich vorbei. Oh, da hinten fährt sogar ein Bus. Das ist natürlich schön. So, wir überqueren die Runway. Andere Runway von Malpensa. Dann sind wir auch mal schön mit der Swiss geflogen. Mit der Schweizer. Ich glaube, es ist einer der. Ich weiß gar nicht, ob es viele Airlines in der Schweiz gibt. Das ist mir jetzt eine, die mir auf Anhieb eingefallen ist und mir heruntergeladen, die Delivery. Und dann fliegen wir es halt jetzt. So, dann nach rechts einmal. Aber nee, wir wollen noch eine weiter bis zum Gate vorne. Das war jetzt gerade die Runway 17R. Wenn wir hier gestartet wären, wären wir auf der 17L gelandet. Auf der 17 Left. So, ist gerade raus. Dann einmal hier runter. So, da sind wir wieder auf dem Taxiway. Ah, wir können jetzt die Nose Lights können wir auf Taxi machen. Parken tatsächlich hier unten mal. Da ist eine Parkposition noch für uns frei. Räumen wir hier rüber. Genau, hier sind wir auch direkt an einem coolen Gate. Ist auch wieder so ein Dummy-Flugzeug tatsächlich. Ein Dummy-Flugzeug. Ein Dummy. Es gibt ja nicht nur den A321 und den A319. Das ist so eine Familie, so eine 3. Das sind so 3 Flugzeuge, die sehen muss. Die sollten wir eigentlich nicht hin. Macht aber nichts, kein Problem. Hier rollen wir einfach mal ran. Wir müssen auch noch einige einmal darüber. Achtung, Kapitän, Zug-Gamer kommt. Achtung, Flugkapitän, Zug-Gamer kommt. So, hier rollen wir auf unseren
Park Position. Ein Fahrzeug wird einfach vor mir, vor meiner Nase lang. Ist aber hoch beleidigend. So, wir rollen noch was ran. So, und da sind wir in unserer Parkposition. Jupp, ihr Standbild hat sich eben auch schon an. Das heißt, die Parking Bay geht rein, dann holen wir uns den Ground Service ran. So, Baggage. Ground Swiss 8230, could you please send the catering truck? Da beamt er sich gleich wieder. Also. Da sind die Baggages. Da ist die Ground Power Unit. Ground Swiss 8230, could you please connect the jetway to the aircraft? Swiss 8230, the jetway is going. Okay, die Jetway kommt. Gut. Jetzt fangen wir nochmal von der Baggage Service an, nicht? Klappe es auf für Baggage. Ground Swiss 8230, could you please send the catering truck? Swiss 8230, the catering truck is on the road. Ground Swiss 8230, could you please send a ground power unit? Swiss 8230, ground power unit is on the road. Stop! Fuel können wir fahren. Gut, wir können die Engines ausmachen. Unsere beiden schönen Triebwerke. Und das war's. Habe ich den Battery Switch nicht reingelassen? Ja gut, aber das, ich hatte ja nochmal. Jetzt gehen wir nochmal ins Hauptmenü. Ja, dann ist der Stream jetzt auch zu Ende. Oder wollen wir nochmal? Ist da was? Fliegen wir eine Runde. Nicht mit dem Airliner, sondern Eurofighter auch nicht. Das ist nicht der Flyerwire. Wir können doch mal eine Wasserlandung machen. Das wäre auch was. Irgendwo hier hinten, wo es dunkel ist, wo es gerade dämmert. Hier unten wäre halt cool. Irgendwo hier. Genau, hier unten. An dieser Landspitze. OK Airport. Fliegen wir nochmal in einem kleinen Propellerflugzeug. Wow, guckt euch das an. Schon schön, ne? Ach ja, unser schönes Teil. Sind wir auch lange nicht mehr geflogen mit dem Propellerflugzeug. So. Wie war das jetzt nochmal? Sexy Lights. Was? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das war. Da ist das Gear. Da sind die Flaps. Takeoff. Wo ist die Parking Brake? Da. Oder? Wo ist die Parking Brake? Hey, hallo Parking Brake, ist die da? Ja, da ist sie. Release. Dann landen wir gleich mal auf dem Wasser. Hier, schönen Sonnenuntergang. Ja, aber ist schon schön, das kann man, da kann man nicht meckern.
Landing Lights off und rum. Und take off. Landing Gear ab. Flaps rein. Das ist einfach nur eine Landebahn, ne? So, und hier vorne landen wir jetzt mal auf dem Wasser schön. Ah, es ist schon schön, ne? Auf dem Meer landen wir jetzt schön. Eine nautische Meile sind wir gerade angeflogen. So, und abbremsen bitte. So, und dann machen wir jetzt direkt einmal hier. So. Wow, wir sind gelandet. Voll schön, also. Guckt euch mal das an, das ist. Ich denke mal, Nachtflug wird es auch mal geben. Also, da denke ich tatsächlich, Nachtflüge werden noch kommen, tatsächlich. So abends, so 19 Uhr, denke ich mal, wenn wir losfliegen. Nachtflüge mal ein bisschen. Aber das ist schon schön, also. Oh, was? Ich muss die Lights ja noch anmachen. Stimmt. Taxi, Landing. Warte. Landing. Taxi. Ja. Ja, bleib an. Oh, oh. So, jetzt haben wir hier auch schön Licht. So. Und dann. Guck, hier gibt's auch ein paar Checklists. Aha. So. All electrical equipment. Off. All off. Master. On. Fuel valve. On. Strobe. On. Throttle. Open 1/2 inch. Start. Throttle. Throttle. Oil pressure. Monitor. Greater than 2500 RPM until alternator out. Ja. Exterior lights. As required. Power lever. Return to idle. Ja. Ah ja, wir fahren die Flaps nochmal schön raus, ne? Hier ist kein Taxi-Speed-Limit mehr. Und wir sind wieder in der Luft. Flaps. Auf. Dann landen wir wieder in Oka. Wo ist denn da eine Landebahn? Hat er vorne. Okay. Landing Gear. Down.
Philipp ist gerade fast auf der anderen Seite, wir sind gerade in Indien, ne? Indien. Flaps gehen auf Landing. Landebahn! Michael hat halt kein ILS-Landesystem, ne? Was eigentlich fast keine Systeme. Man hat keine Systeme, so gesagt. Hier gibt's auch kein Taxiway und gar nichts, ne? Also, Parking Break, die drei. So, Landing hier. Lichter lassen wir mal freundlicherweise an. So, und dann macht, nee, kommt Lichter gehen aus. Dann sind wir tot. Also, sehen wir, ist das Licht aus. Und dann noch, Battery Switch. Oder wir können das hier oben zum Beispiel machen, diesen Haaren. Ventilator. Cool auch, dass das ein Navi ist. Das können wir uns auch bedienen, ne? Map. Map. ID-Version. Lightplan. Don. Aber egal, ich wollte eigentlich so zu tun. Ah, da oben war's. Das ist da oben der. Wo ist denn jetzt hier der Hahn da? Close Fuel. Da muss doch hier irgendwo noch ein Battery Main Switch. Ach, wartet mal, das war doch hier auf der Checklist drauf. Start auf der Z-Page. All electrical equipment. Off. 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 All electrical. Ah, Auto kommt. Uiui, eins leuchtet das Ding auf, okay. Close, ah ja, hier unten. Ha, da, das hat den. Back to me. Regenwald. Hier unten irgendwie immer Regenwald. Genau, dann entlasse ich euch dann hier nämlich auch mit den Bildern. Cool, sogar ein Wasserflughafen hier. Dann entlasse ich euch, wenn ich das hier geladen habe, mit den Bildern. Ihr könnt auch mal bitte ein anderes Ladebild reinmachen. Das ist immer das gleiche, seitdem ich den Simulator habe und das sind fast 5 Monate jetzt. Dieses das Bild immer noch drin. So. Oh, Regenwald! So, ich befliege noch meinen Regenwald, nein, lasse ich mich so. So. Da geht die Tachonadel hoch. Oh, die Landebahn ist zu Ende. Nee, eigentlich nicht.
Mit diesen, wartet kurz, ich springe kurz. Mit diesen schönen Bildern entlasse ich euch heute. Ich würde mich sehr über ein Like und Abo freuen. Dann tschüss, euer Zugamer.